sie lassen es einfach hängen. Deshalb muss ich halt Tschüss zu Ninja Legends sagen. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Ninja Legends und ja Leute, das hier wird sehr wahrscheinlich eine der letzten Ninja Legends Folgen auf meinem Kanal sein, weil, wie ihr alle wisst Leute, Ninja Legends ist so langsam wirklich am Ende und deshalb wollte ich in dieser Folge Tschüss zu Ninja Legends sagen. Ich garantiere nicht darauf, dass Ninja Legends nicht doch noch ein paar Updates macht. Natürlich werde ich dazu dann Videos machen, falls noch Updates kommen, aber Leute, sie haben hier wieder seit 2 Wochen, hier steht tatsächlich kein Time mehr, Leute, hier steht einfach nur noch Limited Time. Sie haben einfach diesen Minus-Counter da weggemacht, der müsste jetzt bei -3 Tage oder sowas sein. Der ist jetzt, da steht jetzt nur noch Limited Time, Leute. Das Pack hier ist schon seit mehr als 2 Wochen drin. Eigentlich hätten sie wieder updaten müssen, aber ihr seht, Leute, letztes Mal haben sie 3 Wochen nicht geupdatet, jetzt schon wieder 2 nicht und haben immer noch nicht geupdatet, Leute. Das heißt, dieses Spiel ist langsam am Ende. Leute, ich wollte noch sagen, wenn ein Update rauskommt oder sowas, dann werde ich natürlich ein Video dazu machen. Das heißt, es wäre ziemlich cool, wenn du den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren könntest. Und wäre auch nice, wenn du dem Video hier einen Daumen nach oben geben könntest. Viel Spaß weiter mit dem Video. Auf der Frontpage kann man es auch nicht mehr sehen. Also, man sieht es schon noch, aber irgendwo hinten auf Platz 50 oder sowas. Und das ist einfach das Problem. Ich meine, dieses Spiel hat echt Spaß gemacht. Es hat uns viele coole Momente gegeben. Und vielleicht werde ich mir sogar selber kaufen, Leute. Wenn dieses Video hier 1500 Likes erreicht, werde ich mir dieses Pack hier auch selber kaufen, okay? Auch viele Momente, wo man richtig dann ausgerastet ist oder sich richtig geärgert hat. 5, 4, 3, 2, 1, bam. Ja moin. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Wollen die mich verarschen? Update kommt in 3 Stunden. In 3 Stunden. Das heißt, um 5 Uhr morgens. So lange bleibe ich definitiv nicht wach. Was halt so passiert ist. Aber im Ganzen, Leute, war das Spiel ein cooles Spiel. Aber ich glaube, wir sollten jetzt einfach alle sehen, dass dieses Spiel keine Updates mehr, bis wenig Updates machen wird, wenn überhaupt noch Updates kommen werden. Und dieses Spiel so ziemlich am Ende ist. Und ja, Leute, deshalb könnt ihr mir mal Ideen für neue Spiele, die ich spielen könnte, in die Kommentare schreiben. Wäre ziemlich nice, Leute. Auf jeden Fall, das hier könnte eines der letzten Ninja Legends Videos, wenn nicht sogar das letzte sein, was es geben wird, weil wenn keine Updates mehr kommen, dann sehe ich auch keinen Grund mehr, dieses Spiel zu spielen. Und ich habe tatsächlich dieses Spiel hier komplett durchgespielt. Wir haben alles, was man haben kann. Wir haben den besten Rang, Leute, den gerade nur, müssen wir jetzt hier runter scrollen, Leute, hier runter, bam, 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 bam. Den letzten Rang, den wir haben, haben gerade nur 2300 Leute. Er ist zu 0,0% möglich zu bekommen, das heißt, er ist impossible, genauso wie der hier auch impossible ist, Leute, den haben wir natürlich auch. Wir haben alle Elemente, die man gerade nicht sieht wegen der Safe Zone, da, Leute, alle Elemente, wir haben alle Shuriken, wir haben alles, das Spiel ist am Ende. Außerdem, Leute, was mir auch gefallen ist, es steht auf der obersten Insel in diesem Spiel ein Tipp: Du wirst bessere Items bekommen, wenn du nach oben springst. Ich glaube, wenn man so weit ist und auf dieser Insel hier ist, dann weiß man das. Und ich weiß nicht, was da steht, gehen wir mal nachschauen. Hier steht exakt dasselbe, Leute. Die hauen diese Inseln einfach nur hin. Wisst ihr, wie schwer es ist, hier ein Update zu machen? Absolut nicht schwer, Leute. Die hauen die Inseln, platzieren die Wolken, ein paar von denen explodieren, ein paar von denen leuchten. Die hauen die Insel, färben sie nicht gelb, sondern blau und das war's. Dann ist die Insel umgefärbt. Dann haben sie es geschafft. Die hauen, dieses Schild steht da. Da steht exakt dasselbe, Leute. Wenn man hier auf der Insel hier ist, dann weiß man das doch. Und also so ein Update ist wirklich nicht schwer zu machen. So eine Kiste oder sowas hinzuzufügen, das ist nicht schwer. Die Pets sind schwer, die Schwerter sind schwer zu modellieren, keine Frage. Aber so eine Insel neu zu machen oder eine Kiste oder ein Rang, das ist absolut keine Arbeit, Leute. Und sowas, ich verstehe nicht, warum die keine Updates mehr machen, weil, ich meine, die haben sogar noch mehr Geld rausgezogen. Sie haben einfach die alten Schwerter, hier die ganzen Dinger hier, die haben sie einfach neu gemacht. Hier steht das so 2 hinten dran, aber sie sehen exakt genauso aus wie die ersten davon, Leute. Die sehen exakt so aus. Seht ihr den Unterschied? Nein, nur dass sie viel, viel besser sind. Ihr seht ja, wie viel Arbeit drin ist, Leute. So ein Portal zu machen, dauert auch nicht lange. Sie nehmen das Portal und färben es einfach um. So, das war's. Und
Warum machen sie keine Updates mehr, Leute? Ganz einfach. Sie haben mit dem Spiel, alleine mit den Game Passen, 540 Millionen Robux eingenommen. Und das sind so circa, wenn man umrechnet, so Pi mal Daumen, 2 Millionen Dollar. Und das sind circa dann 2 Millionen Euro. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie viel Geld das ist. Das sind nur allein die Game Pässe, das ist noch lange nicht alles, Leute. Davon muss man natürlich noch Steuern abziehen und die waren auch nicht, also der war ja nicht alleine. Aber es ist trotzdem eine Menge Geld und jeder von uns wünscht sich so viel Geld. Und ja, was ich jetzt denke, ist, dass sie jetzt genug Geld bekommen haben, weil natürlich, Leute, wenn man das Spiel hier hat, dann muss man neue Game Pässe reinmachen, damit man auch mehr Käufe kriegt, weil wenn das Spiel schon lange da ist, dann kaufen nicht mehr so viele Leute die Game Pässe. Das heißt, dass nicht mehr so viele Robux reinkommen. Was macht man an der Stelle? Ein neues Spiel, wo dann jeder wieder die Game Pässe kaufen muss. So einfach ist das, Leute. Das heißt, vielleicht kommt in naher Zukunft wieder ein weiteres Spiel von den Erstellern von Ninja Legends, was ich dann natürlich auch spielen werde. Da bin ich auf jeden Fall mal ziemlich gespannt drauf, was da vielleicht in Zukunft auf uns zukommen wird. Ich hoffe mal, dass was kommt, Leute. Und ich hoffe, dass sie am Ende nicht so reinscheißen wie bei Ninja Legends. Weil, Leute, was ist das für eine Geldwährung? 10 LXS, also ich bitte euch. Das kann sich doch irgendwann niemand mehr merken. Es gibt so viel Geld, guckt euch das an, Leute. Es gibt hier LXS, Zoll, Zoll, XVC, XVC, RXV, HTZ, QZX... JZW, KVZ, VNU, also wer merkt sich das, Leute? Niemand, genau. Außerdem, Leute, das Infinity Sets Dojo ist immer noch ein kompletter Skandal, Leute. Mit dem natürlich Live-Event, Leute, einfach Live-Event, 3 Stunden verschoben, kurz vorm, also nicht Bescheid gesagt, einfach 3 Stunden verschoben, genau wie bei Alter of Elements. Der Alter of Elements war wenigstens noch eine gute Idee, das hier aber allerdings ist kompletter Schwachsinn. Wir sehen... Wir kriegen 3 SI, wenn das Ding komplett upgraded ist. Also unser Ding hier ist komplett auf maximal upgraded, Leute. 3 SI Ninjutsu bringt uns nichts. Also wirklich nichts. Nichts. Also wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außerdem, die haben echt wirklich ziemlich Müll gemacht mit dem 10.000-fachen Stats irgendwas. Sie hätten das nie machen sollen, weil wir sind jetzt bei 10.000 angelangt, Leute. 10.000-facher Multiplikator? Wisst ihr, wie einfach es ist, als Einsteiger dann die Ränge zu bekommen? Das ist absolut, wirklich kein Problem, am Anfang schnell abzugraden. Wisst ihr, wie lange es damals gedauert hat, den Shadow-Rang zu bekommen? Diesen Rang hier, Leute. Für diesen Rang, als das Spiel rausgekommen ist, habe ich locker einen ganzen Tag, wenn nicht 2 Tage gefarmt. Jetzt mit diesem 10.000-fachen Event schafft man das in maximal 10 Minuten, wenn überhaupt, wenn nicht sogar schneller, Leute. Und ja, ich meine, ja gut, dieses 10.000-fache Event ist viel zu overpowered, aber die Pros, also auf meinem Level, wir brauchen das halt, um den Rang zu erreichen, sonst ist es unmöglich, sonst ist es nicht mehr gebalanced, nennt man das. Das geht einfach nicht, Leute. Es ist einfach nicht mehr gebalanced. Also, ja, ich denke mal, dass ein neues Spiel kommen wird. Vielleicht wird noch nächste Woche Samstag, Sonntag oder so ein Update kommen, vielleicht auch am Donnerstag oder sowas. Natürlich werde ich dazu dann noch ein Video machen, das heißt, abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke, auch um mich zu unterstützen und auch um halt keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem, wenn dir dieses Video gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Für alle 5 Daumen nach oben verlose ich einen Robux, Leute, das heißt, liked auf jeden Fall dieses Video, wäre ziemlich cool von euch, Leute. Und ja, was soll man dazu jetzt noch sagen? Also, Ninja Legends, wir haben es eigentlich abgeschlossen. Ich meine, wir hatten Ostern, ja? Ostern, die hätten ein Oster-Event reinbringen können, wir hatten ein Weihnachten, Weihnachtsboss, die hätten einfach einen Osterhasenboss reinmachen können. Ja? Einfach so ein Boss dahin klatschen, ja? Haben sie nicht gemacht. Einfach nicht. Sie hätten Osterskins oder irgendwas, Ostereiersuche, wo man dann irgendwas bekommt, Booster oder sowas. Oder wenigstens ein Osterboss. Damit hätten sie richtig viel Werbung machen können. Aber nein, Leute, zu faul, einen Osterboss einzufügen. Ich sag's mal so. So schwer für sie müsste das jetzt auch nicht gewesen sein. Einfach ein Osterboss oder was hättet ihr euch an Ostern gewünscht, Leute? Ich hätte mir was richtig Cooles hier eigentlich vorgestellt. Eine Osterinsel oder sowas. Natürlich, wenn dann Ostern wieder rum ist, wäre das dann wieder weg. Aber... Solange noch Ostern da war, wäre es auch cool gewesen, irgendwie eine Osterinsel oder sowas zu haben. Ihr seht, Leute, die geben sich einfach keine Mühe. Und das finde ich schade, dass sie dann wirklich so viel Geld damit eingenommen haben. Ich meine, das Spiel natürlich hat Spaß gemacht. Aber dann sollte sie, sie lassen es einfach hängen. Deshalb muss ich halt Tschüss zu Ninja Legends sagen. Es tut mir echt weh, ich hätte das Spiel gerne weitergespielt. Ich hätte gerne weitere Ränge, weitere Videos gemacht. Aber ja, ich kann halt nichts machen, wenn nichts kommt. Das heißt, das war's dann so im Groben und Ganzen mit Ninja Legends. Vielleicht, wie gesagt, kommt noch ein Update. Würde mich sehr freuen. Oder mehrere Updates wäre ziemlich cool. Leider irgendwie mittlerweile nur noch alle 3 Wochen oder sowas. Einmal im Monat. Das ist echt schon wenig. Damals haben sie jedes Wochenende ein Update rausgehauen. Und das war ziemlich cool. Da konnte man jeden Tag Videos machen über Ninja Legends. Die habt ihr euch gerne angeschaut. Aber jetzt, Leute, jetzt ist wirklich mittlerweile, ich weiß es nicht, es ist halt echt mittlerweile echt blöd, weil... Ihr habt nicht, hier steht einfach nur noch Limited Time. Sie haben auch schon wieder damals, war ja, also vor kurzem war noch dieses Bild hier als Profilbild. Sie haben mittlerweile wieder das hier genommen, Leute. Ja, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, Leute. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Leute, ich kann ja mal ein Ninja Legends Update-Ideen-Video machen.
Weiß ich nicht, ob das jetzt noch so viel Sinn ergibt, aber vielleicht kann ich ja mal machen. So Ninja Legends Update-Idee. Leute, schreibt mir einfach mal gerne in die Kommentare, was hättet ihr euch noch in Ninja Legends gewünscht? Was fehlt euch eurer Meinung nach hier in diesem Spiel? Schreibt es doch einfach gerne mal in die Kommentare, Leute. Haut ruhig alles rein, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Ich werde versuchen, auf jeden Fall alle Kommentare zu lesen und bin auf jeden Fall mal auf eure Sachen gespannt. Vielleicht kann ich dazu ja mal ein Video machen, Leute. Das hier ist die Ninja Legends Map und ich finde, sie sieht ja schon ziemlich witzig aus, wenn man von der Ferne drauf guckt. Leute, gehen wir mal kurz zum Altar auf Elements. Gehen wir mal eben hin und Leute, jetzt schauen wir uns nochmal hier die Insel an, die Map. Leute, da ist Ninja Legends. Ja, ein großer Stapel an Wolken und Inseln. Das ist die Ninja Legends Map. Und das geht echt sehr, sehr, sehr hoch, Leute. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist Ninja Legends, das ist das Spiel, was wir alle geliebt haben. Aber langsam ist es auch vorbei. Vielleicht kommt ja noch Ninja Legends 2 raus, Leute. Das wäre echt aber ziemlich dreist von denen. Oder was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass sie noch einen Sale machen für die ganzen Game Passes. Dass sich noch die Leute denken so, ja nice, jetzt ist ein Rabatt drauf, jetzt hole ich mir den noch. Das könnte ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass sie sowas noch abziehen. Fände ich tatsächlich nicht gut, weil man merkt halt, dass sie einfach nur hier das gemacht haben, um Geld zu bekommen. Und ja, das finde ich tatsächlich nicht so schön, Leute. Wie findet ihr das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich würde noch an der Stelle die Folge beenden, Leute. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich hier sagen wollte. Das war es dann im Groben und Ganzen für Ninja Legends. Ich reset mal kurz meinen Charakter, weil ich gerade unsichtbar bin. Das war es dann für Ninja Legends, Leute. Wie gesagt, vielleicht kommen noch ein paar Videos. Mal schauen, wie es sich entwickelt noch. Würde ich sagen, war es mit der Folge, war es mit Ninja Legends. Hier sind noch unsere Pets, Leute. Ja, sieht ziemlich brachial aus. Dann würde ich sagen, haut die rein und ciao. Leute!